Blub blub, willkommen zurück zu Dust an Elysian Tale. Und die Melli ist wieder mit dabei. Hallo. Hallo. Ja. Wir haben nämlich gerade noch was rausgefunden. Ich habe ein bisschen offscreen gemacht. Ihr seht ja, wir fangen woanders an als im letzten Part. Das liegt daran, weil ich diesen Käfig haben wollte. Jetzt müssen wir einfach hier links und hier rechts. Haha, und dann sind wir hier. Ja, ein bisschen muss man erstmal rausfinden. Warte mal, ging das? Habe ich nicht genug. Ich habe doch genug Schlüssel, das kann mir doch keiner erzählen. Hast du nicht 4 dafür gebraucht? Weil es sind auch 4 Schlösser dran. Ich brauche wirklich 4. Oh nein. Es ist so gemein, das heißt, da muss man nochmal zurück. Aber jetzt wissen wir, wie wir da hinkommen. Bevor ich das hier beende, werde ich sowieso nochmal alle ab... Das war scheiße. War voll gemein. Werde ich sowieso nochmal alle Wege abschreiten. Oh ja, geht ja. In der Hoffnung, dann alles zu haben. Da könnte mir aber auch sagen, wenn es ein Point of No Return gibt, hier, dann würde ich den gerne wissen. Also nicht, wann der ist oder wie der heißt oder sonst was, sondern nur, wenn es geht, sobald ich da bin. Ich werde nicht so sehr im Voraus aufnehmen, vermute ich. Oder keine Ahnung, ob es bestimmter Punkt in der Hauptstory ist oder sowas, dann könnt ihr mir das schon sagen. Okay, hier war sonst nichts mehr. Wir kommen da den einen Weg ja nicht lang. Jetzt werde ich voll die Stacheln reinballern müssen, das wäre super. Oh, bitte. Vielleicht kriegen wir aber auch noch genug Schlüssel. Jetzt haben wir einen Schlagstock, siehst du mal. Yay, der Schlagstock. Da wird sich der Opi freuen. Und wahrscheinlich gleich die Fidget hauen. Glob hat in der Gegend unter Schlammigen seinen Schlagstock verloren. Finde seinen Schlagstock, damit er möglichst bald wieder auf Dinge einschlagen kann. Und du hast Blobs Schlagstock gefunden. Wiedergefunden, bring ihn nach Schlammigen zu ihm zurück. Ja, machen wir. Machen wir. Yay. Und wir können jetzt überall rumrutschen. Klingt irgendwie falsch, aber na gut. Wir können es dennoch. Trotzdem. Ja. Aber ich finde, auch von der Story entwickelt es sich ganz schön. Dass wir jetzt noch ein neues Dorf gefunden haben, ist sehr schön. Mhm. Das ist schon das zweite Dorf jetzt. Ich bin gespannt, was das für eine Herrin ist. Oder ja, ich auch, genau. Da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, wirklich. Mhm. Denn, die scheint ja sehr suspekt zu sein, wenn sie einfach mal so, in das Wasser abdreht, im Grunde. Das heilende Wasser auch noch. Ach, guck mal, den können wir sogar wieder kaufen, sehr interessant. Anhänger der Schönheit. Großes geleistet, um diesen kleinen und die Details herauszuarbeiten. Eine Regeneration, oh, das ist gut. Und Verteidigung und Glück, den nehmen wir. Den würden wir vielleicht auch noch finden, aber den will ich jetzt haben. Da gibt's nichts Neues, da gibt's auch nichts Neues. Hier gibt es die mit... Oh, dreimal Drop. Das ist schon geil. Wir haben jetzt 2 Ringe des Lichtes sogar. Könntest du ja einen verkaufen. Theoretisch schon. Ja, komm. Ne, wir haben nur einen. Achso, er hat noch 2. Okay, aber die hier könnten wir auf jeden Fall verkaufen. Achso. Die brauchen wir nicht. Kommen lieber beide weg. Brauchen wir nicht. Der ist ganz okay. Your turn. Ja, reicht. Okay. Hier haben wir auch alles gefunden. Das heißt, wir müssen eigentlich nur wieder hoch. Hm? Das haben wir auch gespeichert. Aber war da noch was? Nee, ne? Ich glaube nicht. Umrutschen kann, okay. Gut, gut. Dann geht's wieder hoch nach Schlangen. Ah, so viel dazu. Das ist ein bisschen doof. Die Übergänge, da weiß man manchmal nicht, wo man hin muss. Aber ich meine, es ist zu verschmerzen. Ah, genau, wir brauchen noch irgendwo einen roten Resonanzstein. Aber wir müssen echt mal die Gebiete abklappern, Melly, dann. Ja. Bedingt. Können wir ja machen. Jetzt werden wir sowieso erstmal zurückgehen, um das Schäfchen zu finden. Und um ihm das hier zu geben. Oh, ja, pass auf, Fidget. You found her? Now I can get back at that good-for-nothing Trollk that done busted up my leg. Whoa, hang on, Blop. You'd better not pick any fights in your, condition. Boy, this is a matter of honor and revenge and hitting things with sticks. Tell you what, I'll beat up some trolls for you. Bring me their devilish little fingers. 4 of them. No, 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 40. No, 400. My broken leg demands justice. How about I gather 4 troll fingers just for you? Sound good? Ah, now that's my boy. Oh Gott, jetzt müssen wir die Viecher verkloppen. Aber wir haben eine Folgemission bekommen. Das ist doch schön. Mal gucken, was der Schaftypi sagt. Schaftypi zu uns sagt, wenn wir ihm sagen, ja, nein.
Willst du das Schäfchen eigentlich gleich holen, das wir noch gefunden haben, oder willst du lieber weitergehen? Ja, okay, hat nichts gesagt. Ja, wollte ich nämlich jetzt in. Okay. Mal gucken, hier oben geht's auch noch lang. Und da ist das Schäfchen. Yay! Schäfchen! Yay. Zwei von sechs haben wir schon. Okay, unten sind ja auch noch welche, aber ich glaube, er will nur schwarze Schafe haben. Die zwei weißen unten sind nicht ihm. Ich glaube, die können den anderen. Hier ist aber auch noch ein Versteck. Ich weiß nicht, wie wir da dran kommen. Vielleicht ist er hier oben. Ah ja, hier brauchen wir also eine Bombe. Das ist gut. Und hier geht's weiter hoch. Oh, wir sind gerade zurückgekommen. Ah! Hä? Wieso ist hier denn jetzt einmal offen? Warte mal. Da steht Objekte entfernt vielleicht. Irgendwas. Hä? Nein. Achso, nein. Egal. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber warte links mal. Links unten stand Objekte entfernt. Vielleicht, vielleicht kommen wir jetzt hier in den Schatz. Ja, keine Ahnung, was das war mit den Objekten entfernt. Ich glaube, das war von der Mission noch. Schäfchen? Ja, ich glaube auch. Das dauert immer so ein bisschen. Yay, 3 von 6 schon. Und hier muss aber noch irgendwo... Jetzt sind wir wieder hier oben. Wieso kamen wir denn vorher nicht dahin? Huch. Komisch. Jetzt sind wir nämlich wieder hier. Und können hier... Interessant. Können hier noch einen Schatz holen. Ja, hier ist auch noch so ein Ding, wo wir eine Bombe für brauchen. Wieso sind hier keine Bomben? Ach, das hier ist ein extra Gebiet. Ah, Moment. Ja, genau. Und dann geht's hier wieder auf die Weltkarte. Aber wir brauchen hier 2 Bomben. Hier sind hier Bomben. Da ist nämlich noch ein Schlüssel. Okay. Ein Gegner. Oh. Der war ein bisschen läppisch. Da war noch ein Schlüssel. Okay, den können wir uns auf jeden Fall gerade holen. Das ist dann der Schatz. Aber wir brauchen hier noch eine Bombe und wir brauchen im Gebiet unten drunter noch eine Bombe. Yeah. Jetzt haben wir 4 Schlüssel, oder? Haben wir 4? 3. Nein, ich glaube, es waren nur 3. Ja, ist recht. Hier brauchen wir eine Bombe für noch ein Schäfchen, siehst du. Das heißt, hier muss noch eine Bombe verfügbar sein irgendwo. Erinnerst du dich, dass wir hier eine Bombe gesehen haben? Nicht wirklich. Aber vielleicht kriegst du mal irgendwann so Bomben. Nee, ich glaube nicht. Die oder eine Fähigkeit. Ah, guck mal. Ah. Aha, mit einem Wandhuhn und einem Schlüssel. Yeah, jetzt können wir die Viecher befreien. Das ist toll. Yay. Und ich würde sagen, das werden wir jetzt auch erstmal machen. Ja, Leute, das wird jetzt ein bisschen optionales sein. Ein bisschen erkunden, ein bisschen Viecher noch einsammeln. Das wird schön. Ich mag sowas. Eigentlich bin... Ich auch. Oh mein Gott. Ich war gerade buggt. Ich bin gerade festgebuggt, weil ich in dem Ding einfach... meinen Ausweichmove gemacht habe und da hat das Spiel nicht mit klar gekommen. Irgendwie, keine Ahnung. Ich hoffe, jetzt fangen die Bugs nicht wieder an. Ich weiß nicht, was das ist. Komisch. Das ist auch nicht upgedatet worden schon eine Weile. Also, eigentlich seit ich es habe. Oder ist es upgedatet worden und seitdem dann so komisch? Okay. Naja, wir sind ja gleich da. Deswegen. Ah ja, wie geht's noch runter? Die haben wir doch geholt. Aha. Wieso ist hier... Ach so, hier haben wir den Schatz, okay. Ich dachte schon. Aber hier fehlt noch ein Schatz. Den können wir aber nicht kriegen. Hier ist aber eine Bombe. Aber die können wir auf gar keinen Fall so weit mitnehmen. Ich glaube auch nicht. Aber hier können wir den Schatz ja auch nicht bekommen, weil wir in die Stacheln fallen und darin sterben. Nein. Gut, dass er so ein bisschen Resistance hat, sondern weil hier der diese Wand ist. Wieder. An der wir nicht weiterkommen. Noch nicht. Ah ja. Gib mir Leben, gib mir Freude. Yay! Yeah. Juhu! Leben von der Nähe. Diesmal waren sie nett zu mir, das fand ich gut. Ja. Wir haben sie Mitleid. Genau. ja, jetzt den Kram hier schnell nochmal. Ich will den Schatz haben. Ich will den Schatz haben. Oh Gott, das kostet 4 Schlüssel, das ist schweineteuer, Leute. Ja. Nur um einen Freund zu befreien, mal ganz ehrlich. Freunde, ne? Ich brauche Menschen. Sowas tut man für seine Freunde. Hier Schlüssel alles, ausgeben. Ah, das war dumm. Alles überholt. Au. Oh. Das war die falsche Richtung. Bin ich blöd. Au. No. Aber das hier wird auch erstmal der letzte Part sein, den wir heute aufnehmen, denke ich. Ja, wir haben schon wieder 8:30. Oh Gott, wann haben wir angefangen? Um 6, ne? Oh Gott. Ja. Ja, Leute, das Nachspielen hat ein bisschen gedauert. Steckst du nicht drin, ne? Steckst du nicht drin. So. Und jetzt holen wir uns aber den Freund. Und ich versaue es nicht. Ich
habe noch nie gesehen, was passiert, wenn man es versaut. Vielleicht kann man den dem Spieler, ich glaube, da nicht mehr holen. Ja, oder die Schlüssel sind weg und du musst es nochmal probieren. Indiana Jones mit der Knollennase, das ist eine Anspielung auf Spelunky. Ja. Und wir haben 5% Gesundheitsbonus dadurch bekommen. Oh. Spelunky-Anspielung, toll. Warte mal, ich glaube, hier können wir doch auf die Weltkarte. Warum gibt es eigentlich diese Anspielungen? Sind Spieler auch von diesen Entwicklungen? Oder? Das war ein Teleportationsstein. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Könnt ihr ja mal schreiben, Leute, wenn ihr das wisst. Dann schreibt mir das doch bitte mal. Verborgener Hain. Das ist gut, dann haben wir den Teleportstein nicht ganz verschwendet. Denn, aha, guck mal hier. Können wir noch ein bisschen optional. Wirklich? Achso. Jetzt ist es auch. Ich wollte schon sagen, da geht's rein. Ich dachte, jetzt wäre ich hier völlig... Ah, okay. Ja, das wäre sehr blöd gewesen. Okay. Und schau, der Ring des Lichtes funktioniert auch. Stimmt. Stimmt, das ist der. Okay, hier geht's weiter. Was ist hier unten? Hier geht's auch nochmal weiter. Wir nehmen den. Oh ja. Nein, wir haben keine Schlüssel. Oh. Das ist voll gemein. Aber hier im verborgenen Hain haben wir auch noch eine Quest. Irgendwas war hier. Ich glaube, hier war die Truller. Oh nein, hier kommen wir nicht weiter. Das ist ja gemein. Müssen wir uns merken. Hier ist eine Bombe, die muss man wahrscheinlich dann mit da hochnehmen. Oh, okay, die wird davon zerstört. Das ist gemein. Bombenfrucht. Was ist hier? Hier ist nichts. Böse. Das ist fies, aber das scheint so ein ganz optionales Gebiet zu sein, wo man eigentlich erst ganz am Schluss was machen kann. Was ja auch cool. Ja, wenn du dann alle Fähigkeiten hast wahrscheinlich. Cool ist, ja genau. Bisschen Zelda-like, oder? Vergleich mal vielleicht gerne mal damit. Finde ich aber nicht schlecht. Ist ganz schön. Ja, dann so viel im verborgenen Hain. Da haben wir immerhin noch was hinbekommen. Wir haben eine Truhe gefunden, die wir nicht öffnen können. Das ist super. Ich weiß nicht, im Schützenpass war da noch was. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal was ab. Oder ich zeige dir einfach mal die Lichtung. Nee, Moment. Lichtung? Wo ist denn das Haus? Die Weihstätte. Ja, die Weihstätte war es. Häschen! Ja. Knuffige kleine Häschen. Dann aus wie die von Bambi, der Klopfer. Ja, genau. Und hier ist nämlich das Haus. Und guck mal, hier ist Indy. Und eine Ente, die Musik hört. Ich weiß nicht, woher die kommt. Aber wie cool, Spelunky und Super Meat Boy. Ich glaube, nee, das ist nicht alles vom selben Macher. Kann gar nicht. Aber vielleicht mochte der die Spiele oder so. Kann sein. Ja, hier ist noch oder die haben ihn gesponsert. Ziemlich dunkel. Ja, oder vielleicht sowas. Könnte vielleicht auch sein. Oder Tipps gegeben oder sowas. Ich meine, da kann man sich dann auch insofern für bedanken. Oder es sind Freunde von ihm gewesen. Weil man ja Freunde rettet. Glaube ich aber nicht. warte mal. Die Lichtung könnten wir jetzt noch mal hin. Ah, siehst du, da unten ist was. Und da oben. Dann gehen wir mal hier hin und gucken einfach mal. Wir gehen jetzt einfach noch mal ein bisschen zurück, Leute. Schnetzeln noch ein paar Viecher. Haben wir die Fähigkeit, neue. Mal schauen. Dann schauen wir uns einfach noch mal ein bisschen um, denn der Part geht auch, glaube ich, gar nicht mehr lange. 6 Minuten, ja, die verbringen wir jetzt noch ein bisschen optionaler. Ah, diese Viecher sind echt gemein. Hier gibt es ja noch diese Prüfung, die du noch nicht gesehen hast, ne? Da muss man in einer gewissen Zeit eine bestimmte Anzahl Punkte kriegen. Und dann bekommt man Belohnungen dafür. Und das Ding ist, die Gegnerkämpfe zählen mit in die Zeit, also das ist voll gemein gemacht. Oh. Okay. Und das, wenn du einmal getroffen wirst, verlierst du 500 Punkte. Wir haben wieder den Kraftsalbenbauplan bekommen. 30 Angriffe und 1,1 mal Fidget. Interessant. Ist aber schlechter als das, was du jetzt hast. Nee, 50. Ja, okay, doch, stimmt, 50. 50 und 1,2 mal. Aber das hier wäre halt wieder besser. Das heißt, die Baupläne würde ich einfach verkaufen, denke ich. Aber das hier will ich eigentlich haben. 190, ey. Ja, es gibt aber sicher ein Achievement, wenn du alles mal gebastelt hast. Gibt sicher ein Achievement. Ist wahrscheinlich. Achso, du willst es nicht. Jetzt kaufe ich es. So. Yay. Und dann nehmen wir es auch gleich. Dann können wir das nämlich wieder verkaufen. Mehr Angriff! Yay! Juhu! Und wir haben jetzt das Amulett, von daher dürfte es gar nichts ausmachen. Wenn wir jetzt viel Angriff in Angriffs-Items haben. Wo bist du denn? Kenn ich dich, Cora? Bist ja, das war die ganz am Anfang. Die hat am Anfang gesagt, dass du jemandem helfen sollst. So. Aber keine Erfahrung dafür bekommst, schade. Stimmt, kann sein, das ist schon so lange her, Melly, oh mein Gott.
Für mich war es gestern Bambis. Oder vorgestern. Bambis. Oh. Ja, stimmt, du hast die Parts ja alle fleißig nachgeholt. Hm. Oh. Das war schnell. Ist dir gefolgt? Hm? Das war schnell. Ja. Ah, das ist hier, kommen wir jetzt den Schleim auch wieder nicht hoch. Mhm. Das heißt, hier das Secret können wir auch nicht bekommen, beziehungsweise hier den Weg weitergehen, aber vielleicht hier unten. Das Dumme ist, ich habe jetzt keine Teleportationssteine mehr, das heißt, ich müsste alles nochmal zurücklaufen. Oh. Aber nur das machen wir, glaube ich, offscreen, oder? Wir machen ja keinen Part mehr, insofern würde ich dann einfach den Part beenden und das beim nächsten Mal machen. Mhm. Vielleicht oder so. Können wir ja nochmal aufnehmen und dann bist du nochmal dabei. Ich fände es auf jeden Fall schön. Mir macht es Spaß, mit dir aufzunehmen. Ja. Wir haben gar nicht über die Togethers geredet, Mensch. Ach, Leute, wir wollen... Ja, das wollen ja Überraschungen auch sein. Ein bisschen. Soll? Nichts ankündigen? Dann? Ach, na ein paar gut. Kannst du ankündigen. Ja, also wir wollen jetzt zum Beispiel mit dem Johannes CK2 zum Beispiel machen. Mhm. Das können wir ja schon mal sagen, dass wir da zu dritt ein bisschen CK2 spielen wollen. Okay, das hier haben wir. Da ging's lang, haha. Da werde ich mich sicher voll toll anstellen. Natürlich wirst du das. So, die nehmen wir mal mit. Gucken wir dann nochmal zwei. Jetzt haben wir schon vier Stück von den Dingern. Ah, und die sind Problemstacheln. Oh. Ah, und wir brauchen noch eine. Eine hat überlebt. Wann tun. Haben wir. So, eins. Aber kannst du das nicht auch so kaputt machen? Mhm. Die Säule? Wenn die gelb leuchten, nicht. Leuchten die gelb? Die hat nicht gelb geleuchtet. Ah, dann geht's doch. Cool. Ja, Problem ist jetzt, wie macht man das? Guck mal, ich komm da doch nicht rein. Vielleicht von der Plattform da gegenüber? Geht nicht, wenn ich nach unten drücke und A, dann springt er nur runter. Ah, warte, das ist wahrscheinlich der Rückweg. Ja. Oh, zwei Schlüssel! Jetzt könnte ich sogar die Truhe im verborgenen Hain öffnen, wisst ihr mal. Damit dürften wir jetzt schon mal ein bisschen mehr hier abgeschlossen haben. Oh, das ist doch toll. Ich mag es, wenn man hier was Neues wieder entdeckt. Sehr schön. Ja, CK2 wollen wir machen und vielleicht auch mal... Oh oh. Ah, jetzt sind die Fiesen so dreckig. Hast du euch gedacht, du erschreckst dich vor dem Häschen? Ja, der Hase ist total scary. Hm. Nein, die sind so süß, dass mich erschrecken damit. Wow. Erschreckend niedlich. Zuckersüß. Ja, Zuckerhäschen. CK2 wollen wir machen, eventuell auch, wie ist das andere Spiel? Hunted? The Demon's Forge. Mhm. Und was wollen wir noch machen? Ja, das reicht ja erstmal mit Ankündigung. Okay. Genau, Trine, stimmt. Trine 1 und 2 wollten wir machen. Denn 1, Leute, ist seit ein paar Tagen in der Enchanted-Version draußen. Wir haben es auch schon mal durchgespielt, zu dritt mit der Nadine, der lieben Trunksy. Mal ein Gruß an dich hier an der Stelle. Ja. Du hast mir das Spiel ja auch geschenkt, worüber ich immer noch total froh bin. Und ja, genau, das wollten wir ja auch noch machen. Das wird sicher sehr, sehr schön. Das hat so Spaß gemacht. Oh. Und vielleicht machen wir den ersten Teil ja auch auf Hard und können dann noch ein paar Achievements abgriffeln. Das wäre auch schön. Mhm. Weil ich denke, bei dem Spiel... mit Hardcore-Mode, dass wir nicht so oft sterben dürfen. Das wäre ja richtig fies. Nee, ich glaube das nicht. Mal gucken. Vielleicht. Spontan. Aber ja, das war sehr schön, das Spiel. Und... Mhm. Da freue ich mich drauf, das wird sicher viel Spaß machen. Das ist auch ein kurzes Spiel, das heißt, es ist ein sehr kurzes Projekt. Und, ja, auch mal was Schönes, denke ich. Oh Gott, wie lange ich beim ersten Mal bei den Viechern gebraucht habe, bei den grünen Schwabbels. Und jetzt mähe ich so durch die Viecher einfach nur durch. Krieg auch kein XP mehr, aber ist egal. Ja, 5 XP ist, naja. Ist nicht so wirklich was. Bringt dir nicht sehr viel. Schützenpass könnten wir noch mal gehen. Im Dorf. Warte mal, im Dorf? Gab es da noch was? Offenbar. Auf alle Fälle kann ich jeder noch mal das Dorf zeigen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es hier was zum Runterrutschen gibt. Kann man mit euch noch mal reden? You really ought to be better equipped, in case anything else comes through here. Ich glaube, das hatten wir schon. Nonsense. I crafted this spear myself. Yes, it's very nice. All right, that's enough. Why don't you two leave me alone now? Wie sie das sagt. Yes, it's very nice. Oh. Voll niedlich. Jetzt ist er beleidigt. Ja. Aber war er schon mal. Insofern, er wird drüber hinwegkommen. Der Part ist damit auch vorbei. Ich
bedanke mich schon mal, dass du mit dabei warst als Gast. Hat Spaß gemacht, ganz viel und war toll. Ja. Und gerne wieder, vielleicht machen wir ja das Ganze hier nochmal ein bisschen weiter. Hier unten ist übrigens, was ich meinte. Das ist, hier ist jetzt so ein Durchbruch, wo man jetzt rankommt. Ja. Okay. Und anscheinend ist hier unten noch das einzige Secret. Okay, hier ist der Typ nochmal. Ja, hier müsste es jetzt links gehen irgendwie. Mal gucken. Ah, hier ist die Prüfung. Genau. In der Prüfung ist noch ein Secret. Okay, da will ich jetzt aber nicht rein. Da habe ich schon 3 Sterne geschafft. Von 5 oder so. Oder ich weiß nicht, vielleicht sind es auch nur 3. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich mich da mal ein bisschen gut angestellt. Ich glaube, es sind 4 oder 5 gewesen. Ja gut, dann im Dorf Aurora machen wir jetzt ein Ende mit diesem Part. Und ich bedanke mich nochmal und du hast die letzten Worte. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Gerne wieder und lasst uns doch ein bisschen Liebe da. Oder ganz viel. Wie ihr wollt. Tschüss.